Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in der Kinderklinik in Heilbronn und schauen uns ein ganz spektakuläres Projekt an. Mit diesem Telepräsenzroboter von der Hochschule Heilbronn können die Krankenkinder quasi hier aus dem Krankenhaus heraus direkt live in die Schulklasse hineingeschaltet werden, nehmen aktiv am Schulunterricht teil, sind mit diesem virtuellen Klassenzimmer also sozusagen direkt verbunden mit ihren Mitschülern und können dann am Unterricht teilhaben. Und das ist natürlich gerade für langzeitkranke Kinder etwas ganz Wichtiges. Und wie das alles funktioniert vom Krankenzimmer aus, das wollen wir uns heute mal in aller Ruhe anschauen. Apropos Ruhe, mit der Ruhe war es wahrlich vorbei in diesen Tagen bei der Verkehrszählung in Heilbronn. Und da haben sich viele Teilnehmer extrem darüber aufgeregt. Aus einer Fahrtzeit von 20 Minuten wurden mehr als 2 Stunden. Diese unangekündigte Verkehrszählung, ob die sinnvoll ist und wirklich sein muss, das wird ja bezweifelt von vielen. Die Rechtfertigungen klangen auch ziemlich dünn. Fakt ist, bei den vielen satellitengesteuerten Daten fragt man sich schon, ob so eine Belastung für die Bürger mitten im Feierabendverkehr überhaupt sein muss. Wie das genau funktioniert, das sehen wir jetzt hier im Patientenzimmer von dem kleinen Arzt. Der macht das hier live, ist praktisch in seinem Krankenbett und kann dann direkt die Schulaufgaben mit seinen Mitschülern machen. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, 3 mal 3 gleich 9, 6 mal 6 gleich 36. Hier sieht man also, da ist das Projekt wirklich gut angelegt. Noch dazu, weil es kostenneutral gemacht wurde von Bachelorstudenten der Hochschule. Also das ist wirklich eindrucksvoll, wie dann tatsächlich auch die emotionale Bindung von so langzeitkranken Kindern zu ihren Mitschülern wieder intensiviert wird. Also dieses Projekt funktioniert. Gar nicht funktioniert hat ja das Projekt in Heilbronn am Containerhafen. Jetzt hat der Bund der Steuerzahler das bundesweit zu einem der Verschwendungsprojekte des Jahres gekürt. Also so eine negative Schlagzeilen ist man gar nicht so gewohnt, aber klar, 17 Millionen für einen Containerterminal, bei dem es eben überhaupt gar keine Containerbewegungen gibt, der ziemlich brach liegt, das war tatsächlich eine absolute Fehlplanung bis zum heutigen Tag, aber es ist wie immer, am Ende will es niemand gewesen sein. Wie dieses Projekt in der Schule abläuft, das sieht man jetzt hier noch einmal im Hintergrund, also Live-Zuschaltung in die Schulklasse. Das funktioniert natürlich dann, wenn die WLAN-Verbindungen in die Schulen entsprechend stark sind. Und das ist jetzt möglich auch mit den neu angeschafften iPad. Ganz anders als es ja im Vorfeld war, da braucht man nicht die Verkabelung in der Schulklasse und dann funktioniert das Ganze auch viel reibungsloser, um die Schüler dann am Unterricht teilhaben zu lassen. Also das ist wirklich auch bildungsmäßig eine ganz tolle Aktion und eine tolle Aktion in Sachen Bildung, die gab es ja auch mit der Einweihung vom Bildungscampus Teil 2, großer Bahnhof, keine Frage. Und einer freute sich ganz besonders mittendrin, Dieter Schwarz, der Stifter, und der hatte sich ja schon 1970, als er mal in Freiburg zu Besuch war, daran erfreut, wie bunt und lebendig so eine Universitätsstadt ist. Und so etwas hatte er sich für Heilbronn gewünscht. Tja, manchmal dauern Träume zwar etwas länger, aber immerhin, sie gehen in Erfüllung. Jede Menge rosige Aussichten, also durch dieses neue Projekt und mit Herrn Professor Ruf bin ich da. Und es ist ja nicht nur dieses interaktive Projekt, wir haben ja hier auch eine Spendenaktion gehabt. Da sieht man, was daraus entstanden ist, hier in dieser Station. Aber wie wichtig nehmen Sie jetzt dieses neue Projekt, dieses interaktiven Lernen? Ich nehme das sehr wichtig, gerade bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, die sehr, sehr lange Krankenhausaufenthalte haben. Zum Beispiel eben onkologische Patienten, wo eine Therapie in etwa erstmal bei der häufigsten auftretenden onkologischen Erkrankung 2 Jahre geht, ist es sehr wichtig, dass die Kinder mit ihrer Klasse in Verbindung bleiben und die Klasse auch eine Verbindung zu den Kindern hat. Von der Seite ist das aus meiner Überzeugung ein wichtiges Projekt. Zeigt aber auch die Vorreiterstellung, denn in anderen Zentren gibt es virtuelle Klassenzimmer in dem Sinn auch, aber da läuft es über Notebooks oder über Skype und das ist eine ganz andere Dimension. Also nochmal eine Aufwertung auch insgesamt hier, ja. Des Standortes auch für die Zukunft. Ja, eine extreme Aufwertung und das ist ein Vorbildcharakter.
Dankeschön. Vorbildlich übrigens sind ja auch die Planungen in der Region, was die verschiedenen Gartenschauprojekte angeht. Da ging es letzte Woche los. Und ganz interessant, die Kabeleien zwischen Öhringen und Heilbronn, weil sich die Öhringer beschwert hatten, dass in Heilbronn zeitgleich eine Veranstaltung zum Lagerverkaufsstart stattfand. Dabei war das natürlich eine landesweite Aktion. Da müsste man sich eher in Stuttgart beschweren. Also da braucht man noch ein bisschen, bis hier manche dornige Rosen dann zu einer Blütenpracht führen. Aber man hat ja Zeit, bevor es im nächsten Jahr losgeht. Und los geht's hier mit diesem Projekt. Dankeschön, dass wir da sein durften. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Danke.